Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir uns mit diesen komischen Insekten Mantis Viech hier gekloppt und ja, waren auf der Suche nach dem letzten Monster, optionalen Monster hier, das uns neue Seelenbrecher und Mystic Arts gibt. Und ja, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen, und zwar müssen wir hier, glaube ich, nicht. Da haben den Ring irgendwo, war hier was, glaube ich. Ich habe es gerade gesehen, irgendwo auf Karte. Ein ausgegrauter Bereich. Und zwar hier war das, glaube ich. Ja, da seht ihr, da ist ein neuer Bereich. Das heißt, wir müssen da irgendwo hin. Das ist ja an dem Kreis. Dann ist halt direkt, wenn wir nach rechts gehen. Geil. Ist ja überhaupt nicht hier leicht zu sehen oder so. War natürlich sarkastisch. Natürlich war leicht zu sehen. Ich weiß nicht, wie ich den übersehen habe. Und ja, geil. So, Plan für heute in diesem Part. Wir machen das Viech fertig. Ich war kurz nach draußen, habe mir Tränke des Lebens und so geholt. Hab mich wieder aufgestockt und ja, wenn wir damit fertig sind, werden wir nicht den Boss hier, den finalen Boss hier schon mal angreifen. Nee, das mache ich nächste Woche. Weil ich muss mich erstmal seelisch und so darauf vorbereiten. Vielleicht durch nur so ein bisschen leveln, so ein bisschen 85 oder so. Und ja. Das heißt, in dieser Folge weiß ich noch nicht genau, was wir machen. Entweder versuchen wir die restlichen Mystic Arts hier mal einzusetzen oder wir machen diese Geoboard-Herausforderung, die ich noch irgendwo gefunden habe. So. Das ist der Boss, der für Eleanor hier die Dings gibt. Die Mystic Art und den Seelenbrecher, und sag mal, ja, so ein ritterhaftes Wesen natürlich, ne? Wundersame Mime. Du hast mehr, weniger Verteidigung, also komm her, boom. Also im letzten Boss, die Gegner mir ein bisschen zu schwierig. So, das war jetzt eine gute Möglichkeit, mit Eisen Dings einzusetzen. Irgendwas sagen wir, es wird nicht so einfach. Eleanor, blum, 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 gib mir deine Mystik an. Genauso klingt Eleanor, genau. War schon Eisen, ey. Lafizet tut irgendwie mit Einschlag die Viecher hier betäuben. Und du brauchst irgendwie ein Jahrzehnt. Ich greife mich irgendwie nicht an, habe ich so gesagt. So, einmal. Nicht mich betäuben. Ich will One Punch Eisen wieder einsetzen. Da kann ich den Punch ja auch so nennen, ne? Kann ich den letzten Part irgendwie so der doofe Mantis oder irgendwie so nennen. Betäubt mal jemand den. Ich stehe den ganzen Tag hier hinten und zeigen muss. Oder sei betäubt. Der schützt sich einfach und dann ist der, dann ist er einfach. Boah, jetzt hat er mir wieder ein Ding abgezogen, ey. Aber ist das Viecher voll einfach. Der blockt nur den ganzen Tag, ey. Der blockt und dann ist er geblockt. Mal schauen. One Punch Eisen. Boom. Einfach in ein anderes Spiel reingeschossen. So sah das aus. Also du setzt Zauber ein. Du setzt, glaube ich, Zauber ein. Warte. Hör damit. Boku haben wir noch nicht gesehen. Ja, bei dem weiß ich nicht, wie seine zweite Seelenbrecher hier funktioniert. Ey. Ich muss kontern und ich darf keinen Schaden erleiden. Was? Aua. Was hat man darunter zu verstehen? Ich verstehe nicht. Mann. Nein. Velvet. Warum? Warum bin ich so? Was bist du anfällig? Gegen Wasser auf jeden Fall nicht. Aber auch nicht.
Aua. Ich will einfach so da rein chargen, gucken, ob es klappt, aber nein. Aua. Oh, danke. Muss mir eine Seele gegeben. Ja, sie hat ja auch eine neue Musik gerade, aber schaffe ich ja nicht, wenn ich nie irgendwie gesehen habe. Oh, also rennen. Rennen, Eisen, rennen. Warum heile ich mich eigentlich nicht? Bin ich eigentlich. Aber so viele Gelees, Mann. Der sich einfach nur so. Der sich einfach nur so ganz kurz zu mir um, so, was willst du? Was? Und dann dreht er sich einfach wieder von mir weg, so. Ich hab keine Zeit mit dir zu spielen. Dieses Dreckspiel, ey. Oh, das war verzehrende Klaue, ne? Da war doch was neue. Ne, kann auch gar nicht. Ich muss doch hier meine verdammte Klaue hier für 20 Sekunden draußen haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Müsste ja irgendwie, weiß ich, nachdem ich meine Klaue rausgefahren habe, irgendwie 5 Stunden hier in der Ecke irgendwo stehen. Eisen ist auch irgendwie am Posen beim Zaubern, ne? Hat da irgendwie so ein Jojo gehen, habe ich so gefühlt. Der blockt und dann ist er einfach am Blocken. Dann rennt er. Der blockt und dann geht einfach nichts mehr. Versuch mal das jetzt zu blocken. Du bist tot. Versuch mal den Tod zu blocken. Ah. Oha. Ja, das war geil. Ich fand es geil, dass ich direkt auf die Fresse bekommen habe, nachdem ich vorher angegeben habe. Okay. Hau dir noch mal jemand kaputt, ey. Der hat doch nicht mehr viel. Ah. Wer hau den kaputt? Verdammt, sie hat keine Seelen. Wie ist denn das jetzt wieder passiert? Klaue. Okay, da war eine Menge Erfahrungspunkte. Dreierschlag und Gungnir-Wirbel mit 300 mehr sehen. Er hat 2 während des Luftangriffs von 2er-Schlag gedrückt halten. Um 3er-Schlag zu aktivieren, sorgt für einen Folgenangriff aus der Luft und stellt eine große Menge SA wieder. Ja, und dann sollen wir wahrscheinlich Dings einsetzen. Ne? Gungnir-Wirbel während den 3er-Schlag L2 gedrückt halten. Das klingt jetzt auch nicht so unglaublich schwer auszuführen. Aber machen wir in diesem Part jetzt nicht mehr, oder? Gucken wir mal. Kommen mal ein paar Freiwillige. Jetzt, nein, nicht so ein Kampf, bitte. Bitte nicht so ein Kampf. So einer geht schon eher. So, Gnir. Boom. Ach, verdammt, was drück ich eigentlich? Eine Seele, bitte. Eine. Danke. Okay. Mal so ein paar Seelen aufstocken. Ich nie irgendwie, wenn ich das haben will, passiert, ne? Seele, hell damit. Den Kampf wird da wohl nichts mehr. Oben. Ja, meiner. Was verdammt, Magilo. Ja, so viel dazu. Ich will den Angriff sehen. Komm her, mäßig freiwillig, das finde ich ja sehr nett von dir. So. Jetzt brauche ich noch 5 Dinger an. Wird das schon klappen. Im nächsten Kampf legen wir voll los. Also die computergesteuerte Welt hat sehr viel mehr
irgendwie so die Wahrscheinlichkeit, die Mist gerade einzusetzen. So, der nächste Gegner, den mache ich platt. Oh ja, boom. So, 5 Dinger, gut. Da werden wir sich freiwillig hier für meine Mystikal. Ich gucke, ja, wie ist halt genau. Oh, das soll ich doch mal betäuben, ey. Ich krieg die Krise. Aber ja. Ein Schlag. Zwei Schlag. Drei Schlag. Boom, geil. Mystikard. Sah aus wie Lost von Drive, nur halt mit Dings, ja. Ich den Magilo kann man auch noch sehen. Gut, ne? So, machen wir für Magilo. Wo sind noch mal magische Gegner? Da müssen wir ja nur mit ihr zaubern, nee, ne? Ihr Skelett können, glaube ich, zaubern. Ich weiß, welche Viecher zaubern können. Wir sind sowieso raus. So, ich will hier diese Dings machen noch. Diese Geobot-Herausforderungen, die ich gefunden habe. Dann werden wir im nächsten Part auf jeden Fall den letzten Kampf hier anstehen. Ich nehme an, das Gebiet, wo wir vorhin waren, war kurz vorm finalen Boss. So, ihr Viecher, ihr könnt zaubern. Kommt her. So, die Sache ist jetzt die, ich muss ja Glück haben, dass der richtige Zauber eingesetzt wird. Aber jetzt ein bisschen glücksabhängig, finde ich ein bisschen doof. Hydrosturm, wie ist der Angriff nochmal? Delta irgendwas, ne? Tetra-Donator. Eine gewisse Anzahl von Arts. Also je mehr ich absorbiert habe, desto besser. Wenn ihr Gegner tötet, bringt das leider nichts. Muss gegen diese Viecher hier kämpfen, ne? Hi. So, zaubert. Zaubert. Sehr gut. Ich habe jetzt keine Dinger. Geil. Geil, jetzt habe ich keine Dinger und die zaubern wie wild, ey. Das ist doch so was von nicht. Mal. Oh Junge. Wir haben das Rollenspiel-Karma, ey. Videospiel-Karma. Es existiert wirklich. Kann mir mal jemand Dinger geben, danke. Direkt 2, wäre doch nicht nötig. Los, mehr. Ich will noch mehr. Wieso habe ich denn jetzt nur einen? Was? Boah, geht doch nicht so viel ab, Leute. Boah. Ich will nur eine verdammte Mystikart sehen, ey. Das gibt's doch nicht. So. Wie kannst du mich sehen? Ja, kommt her. Ja, obwohl, da war vielleicht nicht so eine gute Idee. Wird halt nicht absorbiert. Komm her! Ich hab doch gedrückt gehalten, Mann. Wir wären Tetra-Detonator, ne? Tetra-Detonator gedrückt halten, ja super. Ich habe die ganze Zeit gedrückt. Wiederholt. Ich muss die ganze Zeit perfekt gedrückt halten, ne? Ja, nicht die Magierviecher erledigen, Eisen. Ey, ja, danke, geil.
Ja, da wird nichts mehr. Boah, Junge. Da runter. Ich muss sowieso ein bisschen trainieren. Hab ich für, mein Gott. Direkt 3 Dinger bekommen. Mann! Die tun immer anfangen zu zaubern und dann hören sie auf. Mit dem nichts. Wenn jemand die angreift oder so, ne? Weg von mir, danke. Kämpfe dauern wesentlich länger. Ist auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad. Ah, oh, schon wieder verloren, ey, Mann. Boah, boah. Diesen Bell wird schon wieder tot. Macht der, ey, wir sind ja alle am Frecken, merke ich gerade. Ist schon klar, wir dürfen nicht frecken, ne? Was ist mein Boss, der nochmal hier erledigen, hallo? Wäre es ja wohl. Ja, nur die Mystic Art sehen, kommen. Ja, ja, damit. Jetzt erstmal L2 hier. Kurz davor L2 gedrückt zu halten. Ach, Mann. Ich hab doch, boah. Jetzt habe ich L2 gedrückt gehalten, direkt als ich das gesehen habe. Mann. Ich will nur die verdammte Fähigkeit sehen und dann abhauen, ne? Gibt's doch nicht. Ist ja kein so ein magisches Viech irgendwie da. Hey, ich will da nur die eine Technik sehen und dann verschwinden. Ist halt so viel, statt irgendwie die irgendwie offscreen zu sehen oder so. Hier schon hier sehen. Rokos, Mystic Art werden wir wahrscheinlich nie sehen. Und Velvet sieht auch sehr schwer aus auszuführen, also like. Oh ja. Ach Mann. So, danke. Weiter. Ja, weiter zaubern bitte. Ich glaube, die absorbierenden Zauber hat nichts mit dem Zauber im Kampf, sondern irgendwie die zählen irgendwie so über mehrere Kämpfer, ich so Gefühl. Mein Gott, ehrlich. Na, irgendwie so sein, ja, ne? Ja. Nur ein Gegner übrig, verdammt. Und wenn wir nach der Logik gehen, dann müsste ja eigentlich schon wieder gleich Tetra Detonator aktiviert werden, ne? Hey, boah. Kommt er. Ich halt gedrückt. Was zum Teufel? Ey, was ist das? Die sind tot? Kann doch nicht sein. Können doch nicht tot sein davon. Dann machen wir es so. Wir werden nur sehen. Ja, toll, sind wir durch hier rumlaufen. So. Jetzt haben wir jetzt nieder, hoffentlich. Bevor wir uns die Probleme machen. Da kommt, haut die schnell kaputt. Jetzt wird
schon wieder scharf drauf zu fragen. Ein AP nachzuurteilen. Sehr gut. Stich. So, gib mir ein paar Dinger, genau. Oh Gott. Ja, hab ich gesehen. Der hat mir direkt zwei abgezogen. Geil. Ey, was ist das? Ja, komm. Warum habe ich jetzt auch keine Lust mehr? Ey, das ist mir jetzt so doof. Warum kann ich die nicht steuern? Was soll das? Hallo? Was ist los? Warum wird jetzt schon wieder auf automatisch? Warum? Wie hab ich das gemacht? Hallo? Wie hab ich das gemacht? Hallo? Geht auf Dings. Danke. Mein Gott, ey. Jetzt bin ich beleidigt, jetzt will ich nach Hause. Ja, flüchten ist ja wieder so eine Sache hier in dem Spiel und die Gegner sind so schnell. Ich verrecke hier gleich. Hallo, ich verrecke hier gleich. Ey, ich wollte doch nur... Verdammt, boah, jetzt kann ich den Boss gleich nochmal erledigen. Geil. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Boah, ehrlich? Jetzt kann ich das Scheißviech nochmal bekämpfen. Okay, da mache ich dann aber auf Screen. Boah, ist das... Hey. Ich muss das Scheißviech nochmal bekämpfen, geil. Gut, dann mache ich auch auf Screen. So, dann machen wir Geobot-Herausforderung jetzt. Ey, das ist schon wieder so ein Stimmungstöter, ey. Geobot, wo war das nochmal? Ich weiß, wo das war. Wo war das? Komme ich da hin? War das in Logris? Ne, nicht Logris. War in. Gut, ich wollte keine Dinger mehr kaufen. Boah, wie heißt der Ort nochmal? Katnixhafen? War das da? Bridget Schlucht, genau. Aus irgendeinem Grund kann ich mich nicht von hier in Line teleportieren. Geil. Er ist auch blöde. Warum kann man nicht einfach irgendwie so einen Knopf drücken und dann flüchtet man? Das ist so schwierig, ey. So, hier war irgendwas. Ein Katz oder so. Keine Ahnung. Ja, stirb. Boom. Boah, regt mich ja schon wieder auf. Gut, guck mal, was hier ist. Wahrscheinlich richtig nervig jetzt, ne? Solange hat nur eine gerade Strecke ist. Oh, ich sehe ja nichts. Hallo. Ja, diese Turbos, die tun einen irgendwie mehr verletzen, als sie einen irgendwie helfen. Gut aus, ich weiß nicht. Also nur eine gerade Strecke, sieht halt relativ machbar aus. Nee, ich glaube, das weiß irgendwie so gedacht hat man die Dinger hier einsetzt. Auf den Dingern hier ist ein, ja, man hätte viel mehr Turbos einsetzen müssen. Die Autobus einsetzen. 40. Boom. Hat er den gesehen? Dreck, ey. Ja, du warst eins mit dem Geobot. Geobot Wächter. Man kann theoretisch Macht 3 erreichen. Das ist kann theoretisch Macht 3 erreichen, aber ist zu faul dazu. Ja,
Na, ich will mal versuchen, ob ich alles schaffe. Ich werde das locker alles schaffen. Komm. Ja, habe ich mir gedacht. Es war das so verdammt noch mal sensibel ist der Teil. Empfindlich, sensibel. Ja, geil. Wenn ich einen Fehler mache, habe ich schon das Gefühl, ich das vermasselt habe. Ich sehe wieder nichts. Hallo, danke. Mann, ehrlich. Nein, Mann. Oh. Ich habe nie von irgendwas gehört, wo Turbos irgendwie schlecht sind, ey. Nein, Behinder, dann, ey. Könnte vielleicht das erste Spiel sein, wo das der Fall ist. Wie soll er an? Boah, was ist das denn? Ja, nie gesehen, ey. Boah, Junge. Alter. Das gibt's doch jetzt nicht. Ey, warum ist das so empfindlich auf einmal? Alter, Alter. Ey, das ist doch unmöglich. Wie willst du den alle kriegen? Boah. Ja, guck mal, wenn ich mich hier so bewege, ne, ich tue den Analogstick so ein Fitzelchen nur bewegen. Wenn jetzt manchmal so schnell geht, kannst du nicht hier so. Boah. Die Turbos, die behindern einen. Hab ich noch nie gesehen in irgendeinem Spiel. Boah. Ja, geil. Ja, wir haben schon ein neues Geoboard. Ich glaube, ich habe mal noch was Besseres hier kriegt, aber trotzdem, ich will mal versuchen, ob ich hier alle kriege. Das ist furchtbar, ey. Einige denken jetzt hier wahrscheinlich, ich bin einfach nur schlecht, ne, aber boah, das ist so furchtbar. Boah, Junge, ey. Wie kann man das nur so empfindlich machen? Ja, ich bin mal wieder bis hierhin gekommen, geil, ne? Oh. Ah. Geil. Ja, soll ich das noch schaffen irgendwie? Ich 141, Zielwertung 170. Jetzt irgendjemand, der hat schafft, da will ich mal sehen im Internet, ey. Boah, war da. Finde ich nicht gut. Ist viel zu empfindlich, ey. Ich habe übrigens auch, glaube ich, die ganzen Winterklamotten letztens schon geholt. Sieht eigentlich für jeden Charakter gleich aus. Ich habe mal für einen oder zwei Charaktere gezeigt. Müsst ihr euch einfach mit den anderen Charakteren vorstellen. So. Ja, ich muss diesen einen Gegner noch mal erledigen auf Screen. Mache ich aber nach der Trainingssession, glaube ich. Wo wir eigentlich voll blöd, aber wieso muss ich wieder den ganzen Weg reinrennen, ey? Aber er war ja nicht so weit, ne? Boah, wo ist das? Also blöde, ich muss mich immer erst hier importen, dann muss ich dahin laufen. Ja, falsches Ding da noch, geil. Boah, Junge. Ja, war richtig. Boah, Junge. Gut, weiß ich nicht. Aber ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge werden wir dann
vor dem letzten Kampf stehen mit Level 85 oder 90 oder irgendwie so was. Nee, 90 glaube ich nicht, aber 85, das ist eine gute gerade Zahl, mehr oder weniger. Eigentlich nicht, aber wisst schon, was ich meine. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch hat gefallen, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.